erste Spiel läuft. Erste Turniertor erzielt von der Nummer 9 vom SV Preußen Schönhausen, Benjamin Höhnke. Und damit geht Schönhausen 1:0 in Führung hier gegen Rumänien. Müssen wir unterbrechen. Ja, war es gut. Ein Rollen jetzt. Ausgleich, neuer Spielstand 1:1, Torschützenhimmel mit der Nummer 10 für den SV Viktoria Uerdingen, Chrissy Schreiber. Yeah.
So, das war's. Ich habe den Abpfiff gar nicht gehört, aber er kam sicherlich. Ja, alles klar. Gut. Endstand im Eröffnungsspiel des heutigen Turniers, also 1:1 unentschieden. Nächstes Spiel. Los geht's. Um ein Haar das erste Kopfballtor gehabt heute. Und auf der Gegenseite fällt es dann. Benny Hönke mit der Nummer 9 erzielt die 1:0-Führung für Preußen Schönhausen. Nur zur Erklärung, die hätten natürlich nicht gezählt, wenn der Ball die Bande vorher berührt hat und dann ins Tor geht, zählt er natürlich nicht.
das war mal ein Strich. Der Ausgleich durch die Nummer 1, Christian Tuchen. Und das war das erste Torhüter-Tor, was wir heute gesehen haben im Turnier. Mal schauen, ob da noch was nachkommt. Ich denke mal bestimmt. Das waren jetzt zwei dicke Dinger für die Nummer 6, Alexander Huth. Aber alle guten Dinge sind ja drei. Vielleicht geht der dritte rein. Minute. Der Post-SV geht in Führung. Tristan Burkhardt.
gibt es nicht. Das war kurz vor Toresschluss der Halbfinaleinzug für die Postler. Denn sie haben jetzt 6 Punkte. Ein Spiel verloren, 2 gewonnen. Schönhausen, 4 Punkte, eine Niederlage, ein Sieg, ein Unentschieden. Genau wie Viktoria Uerdingen mit 4 Punkten, aber die haben noch ein Spiel jetzt.